Willkommen zurück zur Warriors Orochi 3 Ultimate. Yoshitsune Minamoto und Kiyomori Zaira waren schon ewig Rivalen, Leute. Rivalen wie Lubunesa, kann man so sagen. Und endlich steht der Kampf, die Rivalität zwischen den beiden im Mittelpunkt bei der jetzigen DLC-Schlacht. Ich bin sehr gespannt drauf, kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das Ganze ablief. Aber ja, der Showdown zwischen Yoshitsune Minamoto und eben als Kiyomori Zaira kommt jetzt. Minamoto vs. Zaira. Yoshitsune Minamoto has launched a raid on Yangping Gate, where Kiyomori Zaira is stationed. Claim victory in this clash between two age-old rivals. Warum hier Jotai und Satsuo vorgeschlagen werden, verstehe ich nicht, denn ich habe wirklich den Benkei lieber genommen. Das ist ja der Kampfmönch, der Yoshitsune Minamoto immer unterstützt hat. Passt, denke ich, besser. Aber nun gut. Legen wir los. Das Ganze findet hier beim Yangping-Tor statt. Ich bin gespannt. Sun Gauntlet X, Demon Dragon Sword X und die Ringed Fist. Ach, guck, die unterstützen uns auch. Lubu, Shingen, Takeda, Yasugawa. Wow, krass. Kiyomori Zaira muss besiegt werden. Nobushige Takeda und Mitsutada Akeshi dürfen nicht sterben. Okay. Bei Gegner haben wir Kiyomori Zaira. Ranmaru Mori, was macht der denn hier? Kotaro Fuma, Katsushi Batsa, Shuten Doji, Handang, Zuhan, Lu Su, Nobutada Uda. Noch was Interessantes? Diamondback. Ne, sonst nichts Interessantes. Ja, da hat er schon eine heftige Armee aufgestellt, der Kiyomori. Krass. Können wir nicht ganz mitteilen. Ist einfach so, Leute. Ist doch klar, was hier passt, oder? Koshi Castle nehmen wir. Menschen gegen Dämonen erneut. Das hat wirklich wieder was von Orochi 1. Nur das sagt Kiyomori noch nicht ab. Würde man Kiyomori austauschen mit Orochi, dann wäre es richtig Orochi 1 Style. Ein paar Menschen an seiner Seite. Ja, hauptsächlich Dämonen. Das ist halt das Problem, ne? Der kann einfach sein Zauber ganzen Leute kontrollieren, ne? Nicht, dass er vor uns auch noch irgendwelche Offiziere abluchst. Kann bei Kiyomori jederzeit passieren. So aufpassen. Das kann ja wieder was werden. Das ist echt mal eine bewachte Burg, ey. Guckt euch mal die Festung an. Tausend Offiziere, die da warten. Und die ganzen Tore bewachen. Oh oh. Was? Du hast einen Plan? Yoshitsune Minamoto. Achso, von da oben angreifen. Ja, das können wir ja machen. Aber erstmal müssen wir den Sturmangriff hier abwehren. Aufgespießt und vernichtet. Zack. Wie Müll weggeworfen hier. Ach, Handang, was machst du denn hier? Warum hilfst du Kiyomori? Bitte dich. Oh, hier ist Yoshitsune Minamoto noch so gut. Ein Orochi 4 wurde richtig hart genervt. Oh, er takes den Yoshi und guckt. Yoshi Dakta Cookie. Darauf erstmal ein Cookie, was? Ah, ich liebe diese Range von Yoshitsune Minamoto. So, den können wir auch noch kurz in die Pfanne hauen. Warum nicht? Der lurkt hier die ganze Zeit so rum. Dem traue ich nicht ganz, dem Braten hier. Und tschüss, Mann. Vivi, Gipki. Was? Dann fürchten die sich. Wo ich den Coach mit besiegt habe. Ein Life-Coach da. So, ja, oh, Lubu. Lob mich ruhig. Hauptsache, du machst auch was Vernünftiges, ne? Das wäre schon ganz cool.
So, also, sollen wir wirklich von da oben aus angreifen? Ja, kommen wir denn da überhaupt hin? Das Tor ist scheinbar verschlossen. Naja, mal gucken, ne? Ach, den Weg sehe ich jetzt auch nicht. Ne, hier kommen wir auch nicht hoch, oder? Nee, Quatsch. Verdammt, Mann. Was machen wir jetzt? Fall im Westen, das Tor ist ja auch verschlossen. Wir müssen wirklich hier hoch. Na, wird schon was passieren, wenn wir hier lang gehen. Weil diese ganzen Bombenwerfer, ey. Bombardiere. Und Ninjas. Na, Kotaro reagiert direkt. Was hat er vor? Ach, er fordert mich einfach so heraus. Er fordert mich einfach so heraus. Kein Tricks. Oh nein, jetzt geht's los. Was macht Kiyomori? Ach, Kotaro war ja ein Witz. Wer ist der bessere Ninja? Natürlich. Ryo Yabusa. Oh nein, wir müssen uns beeilen, oder was? Scheiße, wir müssen uns beeilen. Ich glaube, wir ja nicht schnell genug sind, dann übernimmt er irgendwelche Truppen vor uns. Aber so weit ist er ja nicht mehr. Der Rückzug jetzt da. Du, du, du. Like a Ninja, das ist doch eine Aufgabe für dich. Ohne Witz, Ryo Yabusa. Ups. Und... Überraschung! Ihr seid eingeladen auf eine Überraschungsparty. Was? Überraschungsparty? Und der nächste? Shundoji. Überraschungsparty. Einfach alle erstochen, Mann. Tja. Auch nächstes Mal nach oben gucken, ob da was runterkommt. Alles gut kommt von oben. Tja, Kiyomori. Das ist Game Losing. Hättest du mal mehr nachgedacht, ne? So, kann ich jetzt auch nochmal hier raus? Central Garrison. Das ist super, Mann. Das Tor jetzt endlich mal auf, ey? Jetzt reg ich mich richtig auf. Ah, ja, jetzt. Da gibt es auch noch genug Offiziere zu slayen. Was sollen wir wirklich tun? Ach, der ist schon besiegt, der Offizier hier. Was? Zhong Quan und Lu Meng? Oh nee. Die stehen wieder unter seiner Kontrolle, natürlich. Ah, dammit. Oh, jetzt. Oh, Benkei ist so schlecht. Das ist den zu spielen, wirklich. Er ist wirklich bad. Ja, und jetzt kommt auch noch Katsushibata. Ja, gut. Solange ich die Musu aktiv habe, kann ich ja nicht getroffen werden. Von daher hat er keine Chance. Was sind denn hier überhaupt für Belagerungsziele stationiert? Oh, die Katapulte. Die machen die ganze Zeit schon Ärger, ne? Zeit, dass wir die zerstören. Zuhuan, du steckst dahinter, ne? Ich verstehe schon. Oh, die hält aber gar nichts aus. Das sind irgendwelche Lidl-Katapulte. Billige Version, die Kiyomori da geholt hat. Ja, auch Kiyomori muss Geld sparen. Muss ich zuschütteln, Mann. Jetzt viel zu viel los. Zum Quan Meng. Den ist einfach nicht zu spaßen. Wir sind auf der sicheren Seite. Zumal jeder Offizier gerade ein bisschen angeschlagen ist bei uns. Ryo Yabusa Benkei und Yoshitsune Minamoto. Vernichtet den Rest. Geil! Guck mal, die Rivalen sind eingetroffen, ne? Die Usugis, die Rivalen von Takeda. Helfen sich wieder untereinander. Ja, in der Orochi-Reihe sind die eigentlich Best Friends, ne? Aus Rivalitäten können auch Freundschaften entstehen. Sieht man ja auch bei Ganning und Lingtong, ne? Oh,
So. Dann rücken wir vor auf das Hauptlager von Kiyomori Zai. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst. Guck mal, was da hinten los ist. Benkei benutzt Schaufler. Das war sehr effektiv. Ernsthaft, so können wir die Bogenschützer am besten angreifen. Die wollen uns verbuddeln, dann angreifen. Warum rennt er weg? Du Mutade, oder? Du bist so ein feiges Stück Scheiße. Ohne Witz, Mann. Was meinst du, Kiyomori? Was macht der wieder? Ein bisschen Schiss, was er jetzt vorbereitet hat. Steinschlag oder irgendwas Böses? Nur einfach noch mehr Truppen, okay. Das juckt mich jetzt nicht. Solange es keine böse Falle oder ein Zauber ist. Oh Gott, was macht der denn hier? Naruto. Und Nobunaga? Demon King hilft den Dämonen? Das sieht man eigentlich auch nie. Nur Leute 4. Geht doch. Puh. Gegen Nomunaga musst du sowieso aufpassen, wenn er die dunkle Aura macht, bist du sofort weg. Der Move einfach bastet ist. So, Kiyomori, ich habe mein Schwert verlängert. Komm her, zeig mir, was du drauf hast. Scheiße. Es wird Zeit. True Triple Move zu, wenn du das überlebst. Dann hat es verdient, mein Rivale zu sein, sonst nicht. Okay, er hat sich verdient. Also Versager. Nur die ganze Zeit große Sprüche kloppen. Nichts dahinter gewesen, Mann. Ey, ey, Tor! Mal dieser Fußballer, ey. Fußballsucht, die Minamoto, ey. Verstehe es wirklich immer. Bu gibt mir seinen Müll. Hast auch vergessen. Oh, da war irgendwas geupgradet worden. Geil. Hat sich gelohnt, Leute. Ein Item wurde verbessert. Wie geil ist das denn? Das ist einfach nur Luck, ob man es verbessert oder nicht. Ich hätte es leider nicht gesehen, ne? Aber egal, macht nichts. Jo, das war die erste Mission von den letzten Abschnitt der DLC-Mission. War auch ganz nett. Minamoto gegen Taira. Hätte ein bisschen mehr Background-Story geben müssen, finde ich. Aber was soll's. Nee. Das reicht für heute mit der Lotterieziehung. Immer nur eins pro Part. Oder was sagst du dazu, Benkei? Oh boy, just look at all these heroes and their equipment. Benkei, surely you are not thinking of taking our allies' things as spoils too. Yeah, shoot, as ever, my lord. Oh Gott. Will. Was? Der will die Verbündeten, die Alliierten ausrauben? Nur die Waffen von denen klauen? Damit er noch mehr Waffen hat? Junge, du hast schon genug Waffen. Das ist ein Lappen, ey. Komischer Typ, der Benkei. Huh, it's some good wine, what's that?
It's gone already. I find it difficult to know how to behave at parties such as this. Perhaps I should just relax and enjoy the moment. I consider this entire chaotic world to be one big party. Okay, ja Leute, das war's wieder für diesen Part. Im nächsten Part kommt tatsächlich Gyukis großer Auftritt, Leute. Seid gespannt, Gyuki bekommt seine eigene Mission. Er steht total im Mittelpunkt und das wird lustig. Freut euch drauf. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.